Herzlich willkommen zu einem weiteren Video GTA 5 LS PDFR. Wie wir sehen können, sind wir in einem neuen Fahrzeug unterwegs, und zwar dem Mercedes V-Klasse. Und zwar niegelnagelneu. Wir haben jetzt gerade einen kleinen Kennzeichencheck durchgeführt und der hat ergeben, dass der Herr da in dem Fahrzeug höchstwahrscheinlich gesucht ist wegen Diebstahl. Das werden wir jetzt nochmal abchecken. Carlos Casanova, guter Name. Ja doch, wir haben hier einen Haftbefehl und eine abgelaufene Versicherung. So, wo fährt er hin? Links, alles klar, wir folgen am Flughafen hier mit der V-Klasse, wie wir sehen können. Ein niegelnagelneues Fahrzeug. Wir haben die Schleswig-Holstein-Variante jetzt genommen. Es gibt noch zwei andere, nämlich die Berliner Variante und ich glaube die, was, Baden-Württemberg? Könnte sein, ja. Auf jeden Fall alles wie immer auf der Seite von Topmods. Ich würde sagen, wir suchen uns erstmal hier unseren ersten Kunden des Tages hier von der Polizei. Wir haben jetzt hier natürlich das Anhaltesignal gegeben, fahren rechts ran und sagen mal ganz nett Hallo zu dem Herrn. So, ja, fahrt ihr mal kurz vorbei bitte, weil anders geht's jetzt hier gerade nicht. So, wunderbar. Gut. Hand an der Waffe, hätte ich gesagt, oder? Warte. Ah, so. Wir wissen ja nie, ne? Haftbefehl, der wird Bescheid wissen, Versicherung abgelaufen, der wird hier kein unbeschriebenes Blatt sein. Wir haben deswegen jetzt die Aufgabe, ihn erstmal abzuchecken, Carlos Casanova, und von der Beifahrerin bitte auch. So, Michaela Myers. Wir checken das ganz kurz. Carlos Casanova, guter Name. Und Michaela Myers. So, also wir haben einmal gesucht vom LSPD und einmal von der Landespolizei, vom LSSD. Wir holen mal kurz Verstärkung. Wir haben noch nicht alle Fahrzeuge wieder aufs deutsche Polizeileben umgeändert. Deswegen werden wir jetzt eine gute, ja, Mischung sehen aus NYPD und britischen Polizeiautos mit unserer deutschen Sirene. Gut. Hallo, guten Tag. Sie dürfen einmal aus dem Fahrzeug aussteigen, bitte. Sie sind vorläufig festgenommen. So, und die Beifahrerin nehmen wir gleich auch noch mit. Die Unterstützung ist da, unsere NYPD-Unterstützung. Hallo, ganz ruhig, stehen bleiben. So, er hört auf uns. Alles klar. Sie kommen mal mit uns, bitte. So, für Sie geht es nämlich nirgendwo mehr hin. Wir werden jetzt dann langsam auch wieder alles auf ein bisschen die deutsche Polizei abändern. Weil ihr es so wolltet, unter anderem. Ihr wollt mehr deutsche Polizei. Okay, dann kriegt ihr die auch. Aber ich finde, es ist auch mal eine gute Abwechslung. So, wir transportieren die getrennt, damit sie sich nicht absprechen können. Und holen ein Abschleppfahrzeug. So, der eine wurde bereits jetzt mitgenommen von den Kollegen. Und da hinten kommt auch schon noch der Abschleppdienst und noch ein zweites Fahrzeug. Gut, ja, ich würde sagen, sehr schön, dann können wir direkt weitermachen und uns mal die V-Klasse angucken. Es ist ein echt schönes Fahrzeug. Ist natürlich auch der neue Mercedes, ne? Wobei ich nicht ganz verstehe, warum sie es jetzt von Anfang an das Fahrzeug Vito mal genannt hatten, das frühere Fahrzeug. So, wir haben hier Drogen. Internationaler Drogentransport am Flughafen. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Aufgabe eigentlich ja auch noch zusätzlich für unseren Zoll hier. Ah, Ausfuhr und ein Import von Waren. Ah, das war mal ein Scheinwerfer. So, wir fahren an. Drogentransport ist natürlich was Ernstzunehmendes. Wir fahren mal schnell an.
Das ist auch ein großer Weg, den wir zurücklegen müssen. Ja, und Leute, wir haben ja in der letzten Folge LSPDFR mit dem britischen Polizeifahrzeug, mit dem neuen Insignia. Da haben wir doch unter anderem auch einen Hund erschossen, weil der mehrere Leute gebissen hat und schwer verwundet hat. Und wir hatten keine Wahl dazu. Das heißt, wir hätten nichts anderes machen können. Und ich werde in den Kommentaren sowas von, ja, ich sag jetzt schon fast beleidigt. Einfach nur, weil ich einen virtuellen Hund erschossen habe. Wo ich mir denke, alles klar, geht's euch gut? Wir haben hier teilweise mit Schwerverbrechern in LSPDFR zu tun. Natürlich alles hier im Spiel, auch noch dazu zu sagen. Die wir erschießen müssen und so weiter und so fort. Da wird nichts gesagt. Aber sobald ein Hund niederlegen muss, einfach nur aus dem Grund, weil der mehrere Menschen angreift, dann wird man gleich beleidigt. Also das finde ich ist nicht so der Hit. Ich finde, das ist auch eine Ausnahme gewesen. Also es waren natürlich ein paar Kommentare, die immer rausstechen, aber ja, geht irgendwie meiner Ansicht irgendwie gar nicht. Aber okay. So, wir haben hier die Drogenkollegen, die hier vom Flughafen aus abgefahren sind. Das heißt, es könnte durchaus ein Import gewesen sein. Deswegen haben wir jetzt auch das Haltesignal aktiviert. Warte, das ist der falsche. Den da vorne brauchen wir. Wir machen dann direkt auch eine Kennzeichenabfrage. Der weiß schon ganz genau, warum er so schnell wegfährt. So, Kennzeichenabfrage. Kam direkt Flammen aus dem Auspuff. Der hat auch das linke Licht kaputt und die Heckscheibe. Der scheint schon ein bisschen schneller geflohen zu sein. Links ist auch beschädigt am Fahrzeug. Sophie Parker. Alles klar, wir wissen ja, dass es sich hierbei um Drogentransport handeln soll. Deswegen holen wir mal Unterstützung und führen mal einen Check bei Sophie Parker durch. So, Sophie Parker. Ganz ruhig, stehen bleiben. Ah, okay. Die will nicht stehen bleiben. Wir brauchen mal Unterstützung. Heli zur Überwachung, damit mir die Person hier nicht abhaut und mehr Einheiten. Jetzt haben wir wieder hier die Vereinigten Polizeinationen, aber umso besser. So. Okay. Die Person hat keine Lust anzuhalten. Wir versperren den Weg. So, schieb erstmal eine V-Klasse zur Seite mit deinem Muscle Car. So, stehen bleiben, aus dem Fahrzeug aussteigen. Aus dem Fahrzeug raus, hey! So, Hände hoch, Hände hoch, ganz ruhig. Du steigst mir nirgendwo mehr ein. Ja, ich würde sagen, der NYPD-Kollege hat ganz gut hier das Fahrzeug aufgebockt. Wunderbar. So, sie sind vorläufig festgenommen. Bis der Gerichtsprozess startet. Und da schauen wir jetzt, ob wir irgendwo noch... Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Ey, die liegt da unten drunter. Leute, was macht ihr denn? Wir holen einen Abschleppdienst. Und wir müssen jetzt noch nach Beweismitteln suchen. Für unter anderem die Drogen, die sie womöglich transportiert hat. Das müssen wir jetzt abchecken. Wir fahren mal auch das Auto ein bisschen zur Seite. Vielleicht ist hier noch was. Nein. Sie hat vielleicht irgendwas aus dem Fenster geworfen. Das werden wir jetzt kontrollieren. Und hier noch einen Gerichtsmediziner holen, natürlich. Hier haben wir ein, zwei Leute, die am Boden sind. So, warte, wir müssen jetzt hier kurz durch. Achtung, da ist ein Päckchen, oder? Oder sind es nur Servietten? Nein. Ein bisschen, eine kleine Dosis Drogen, ein kleines Päckchen. Was liegt da hinten? Ist das auch was? Nee, das ist nur ein Papier, ne? Liegt auf der Straße. Nee, ist nichts. So, wir müssen weiter absuchen. Hier Drogen, Drogen, Drogen. Den Weg, den sie gefahren ist. Der ist eigentlich nur hier. Wir haben ja keine lange Verfolgungsjagd gehabt. Zielt sich ja sehr in Grenzen. So, wir checken trotzdem. Ah, komm. Wir dürfen nichts übersehen. Augen auf, Augen auf. Ist die hier die ganze Zeit auf der Straße gewesen? Kann gut sein. Ah. Ab hier war eigentlich die Verfolgung gesagt. Das heißt, das war das Einzige. Es kann natürlich gut sein, dass ich was übersehen habe, aber ich würde sagen, weil jetzt hier mir nichts Größeres mehr aufgefallen ist, gehen wir direkt zur Gerichtsverhandlung über. Auf geht's. So, schauen wir mal. Ein Beweisstück wurde dem Gericht präsentiert. Sophie Parker wurde schuldig gefunden aufgrund von gefährlichen Fahrens, Verweigerung des Arrests und
Drogendealen in sehr großem Stil. 18 Jahre Inhaftierung. Das geht. Anscheinend nicht unbekannt bei der Polizei. Und wir haben alles Beweismittel gesammelt, was verfügbar war. Und wir hören schon wieder die Kollegen rumballern. So muss das sein. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, hätten wir das auch. So, sehr schön. Also als Verfolgungsfahrzeug und auch Polizeifahrzeug bewährt sich der Mercedes schon mal nicht schlecht. Ich würde sagen, jetzt geht's nochmal zum Flughafen, weil da ist ja unser eigentlicher Einsatzbereich. Also, auf geht's. So, wir haben jetzt noch ein verdächtiges Fahrzeug hier am Flughafen. Und zwar fährt es gerade auswärts. Da ist schon eine Schranke beschädigt. Migrant Justice. Ist nicht mehr registriertes Fahrzeug. Okay, das ist gefährlich. Einheiten sind bereits vor Ort, die brauche ich gar nicht rufen, weil die stehen hier sonst auf Bereitschaft. So, also dann, wir checken das ganz kurz ab. Migrant Justice, alles klar, er haut auch direkt ab. Hier am Flughafen können wir kein Risiko eingehen. Besonders, weil hier so viele Zivilisten sind. Wir müssen aufpassen, dass die nicht auf der Straße laufen. Boah. So, alles klar. Den schnappen wir uns. Jetzt Geisterfahrer auch noch. Die Reifen müssten auf jeden Fall runter sein. Er haut jetzt nur noch mit den Vorderreifen ab. Ohne Antriebsräder. So, und wir fahren nach vorne. Schneiden ihn den Weg ab, falls es geht. So, mal gucken. Der müsste jetzt genau da rauskommen. Falls er nicht schon erwischt wurde von den Kollegen. So, hier. Da ist er. Die Kollegen sind dran, aber die kriegen es irgendwie nicht hin. So. Hier rechts. Prepare for takeoff. Da muss der hoch. Eieiei, das. Die V-Klasse ist irgendwie nicht so der Hit zum Wegstoßen der Fahrzeuge. Ah, aber anhalten kann sie. Wunderbar. So, also dann einmal aussteigen aus dem Fahrzeug. Hände hoch. Hände hoch auf den Boden. Auf den Boden runter. Schön langsam. So, wunderbar. Hat doch funktioniert. Hat nur ein bisschen gedauert hier. Für den Herrn. So, wunderbar. Alarmanlage. Immerhin. Mike and Justice vorläufig festgenommen. Und einen Transport kriegt er auch noch. Jawohl. Da, nehmt ihn direkt mit, ne? So, und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. LSPDFR. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Macht's gut. Und ciao.